So, da habe ich mir gerade mal einen Dominostein gegönnt. Das ist der Grund, warum ich mich immer auf über Weihnachten freue. Oder auf Weihnachten. So. Schauen wir mal, wir können mal die Koordinaten anblenden. Wir gehen jetzt hier in Z-Richtung und bei 438 müsste es dann nach links weggehen. Vom Prinzip her. Wenn wir da einen Weg finden könnten. Hier haben wir 438. Das heißt, hier müsste es vom Prinzip her einen Weg geben. Wenn es keinen Weg gibt, dann machen wir uns einen. Ganz einfach. So, 537 sind wir jetzt zwar und dann müssen wir bis zur 207 gehen. Soweit ist das hier jetzt auch nicht mehr. So, und schon sind die miteinander verbunden. So schwer ist das doch nicht. Gibt es hier auch einen Weg irgendwie mit dem Split hier? Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Schaufel. Platz haben wir zwar nicht mehr so großartig viel. Ach komm, gehen wir raus. Das können wir ein anderes Mal machen. Ach ja. Schon hat man wieder was geschafft. Und dann müssen wir jetzt hier hochschieben. Das wird am besten, wenn man so halb drinne ist und halb nicht. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen. So. Das kann man nämlich dann wieder so schön runter jumpen. So. So, hier. Bisschen austarieren hier. So. Und hoch hier. Gerade. Tauch, tauch. Jetzt wieder. Hoch, 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 hoch. Gut. Und das heißt, wir müssen dann mit unserer U-Bahn bis da hinten, wo die Fackel ist, hier irgendwie runter. Wir würden uns dann da einen Glaskasten drumherum setzen und dann hätten wir das auch geschafft. Gut. Aber erstmal machen wir uns jetzt an die Deko der bestehenden U-Bahn-Strecke. Wobei wir den Zweig nach hier jetzt erstmal stiefmütterlich missachten, weil das können wir dann später mal machen. So. So, das typische Avira-Fenster wieder hier. Ich finde es auch lustig, wie das hier die Farbe ändert, je nach Gebiet, wo man ist. So. Mist.
Nein, das ist weg. Das ist hier auch weg. Ein Problem kriegen wir dann nur mit den Fackeln, weil die können wir da nicht dran machen. Na schaut, geht nicht. Das heißt, die Fackeln müssen wir dann irgendwie noch hinmachen. Aber da habe ich auch schon eine Idee. Weg mit dir. Achso, da muss er natürlich dann weg, weil dann so gut. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass es mal was anderes ist. Wie es aussieht, reicht man sogar noch mit dem Zeug hier. Das ist ja Wahnsinn. Zumindest hier für den Teil, der hier erstmal relevant ist für uns. Ja. So, hier kommt das weg. Das gefällt mir so gut, dass wir das dann hier gleich noch weitermachen. Bis hier hin. So, wenn es an einem fehlt nachher, dann wissen wir, woran das liegt, weil ich mich da immer verbaut habe. Wenn es an zwei fehlt, ich habe mich ja vorhin schon mal verbaut, dann liegt es daran. Und dann sieht das so aus hier. Sips. So, und ganz hierfür reicht es natürlich dann nicht, ist klar. Aber so hat man dann hier schon mal den Übergang. So, dann hier in so einen grünen Gang reinfahren. So, unten dann alles mit Pflasterstein zumachen. Was wir eigentlich machen können, wir haben ja noch genug. Also genug. Weiß ich nicht.
Na, kommst du her? So, und jetzt mal gucken, hier, womit kann man den Tier am besten abholen? Damit, ne? Na. Schon ein Pfeiler hier. Ja. Und dementsprechend können wir dann hier den Abschnitt dann auch als fertig anbetrachten. Müssen wir dann nur noch den Eingangsbereich da noch fertig machen. Da fehlt ja noch ein bisschen Wand hier unten. Bisschen Gestaltung, weil ich da immer noch nicht genau weiß, wie ich das machen soll. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Oder mal hier nochmal Pflasterstein. Gut. Die Schienen können wir jetzt genauso einfach legen. Haben wir da noch Schienen drin? Nee. Haben wir Golderz gefunden? Ja, hier. Dann machen wir Folgendes. Ach. Mensch. Voll durcheinander gekommen. Dum, 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 dum. So können wir natürlich nichts craften. Aber so. Bekommen wir einen Ofen. Da kommt dann das Gold rein. Und oben das Gold und unten die Kohle. Was sollte man jetzt eigentlich holen? Schienen, ne? Schienen? Schienen. Ach, guck mal, Antriebsschienen haben wir auch noch. Ja. Machen wir hier mal zwei Antriebsschienen, die dann unseren so hier lang. Dann brauchen wir hier wieder Pflastersteine. Gut, das haut so hin. Das war falsch. Das ist auch dann falsch. Das muss so. Gut. Jetzt muss ich aufpassen hier. Sips. So.
jetzt mal die Lore nehmen, die Strecke testweise zu fahren. Sehen wir. Wir rollen. Und das ist doch schon mal ein schönes Erlebnis, dass wir rollen. Und jetzt rollen wir schneller. Und hier bremsen wir. Sehr schön. Dann könnte man hier den Bahnsteig noch eins erhöhen, irgendwie mit so Slaps oder so. Damit es ein bisschen mehr bahnsteigmäßig aussieht, aber Slaps haben wir jetzt hier nicht mit. Haben wir hier zufällig Slaps drin? Naja, gut, Sandsteinstufen. Also dann dementsprechend so, dann hat man hier so seinen Bahnsteig. Nach da geht's dann. Da könnte man vom Prinzip her hier dann so Steins, also Pflasterstein-Slabs hinmachen. Und dann in regelmäßigen Abständen hier mal einen Pfeiler hoch, irgendwie, dass das hier auch schick aussieht. Da kann man nämlich dann die Fackeln ranmachen. Dann passt sich das auch hier mit an. Hier könnte man beispielsweise dann noch, wenn man Stufen mit hätte, Stufen ranmachen. Wartet mal, das versuchen wir mal kurz, wie das aussieht. So, Stufe. Stufe. So, und dann hier sagen wir mal so drei Slabs und dann wieder. So. Halt jetzt hier nicht unter dem Glas, weil das sieht dann auch doof aus. Außer man macht hier eine Glassäule hin. Aber dann werden die Slabs hier ein bisschen unangebracht. Aber halt hier so in dem unterfütterten Bereich. So, so, so. So und so, dann 1, 2, 3. Okay, machen wir 4. Mist. Das war auch zu viel. Ach, kommt. Jetzt sehen wir kurz 1, 2, 3. Hier und hier. 1, 2, 3. Hier und hier. So, und dann dementsprechend hier wieder. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Erst danach der dahin. So. 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 Und so. Und hier dann nochmal analog. Gut, hat mir jetzt hier 4 Abstand, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann sieht es so aus. Wir würden hier lang fahren. Die Fackeln hier rangesetzt. Damit man sich nicht in den Kopf stößt, wenn man da dran vorbeifährt. Denn wir müssen ja hier sehen, dass hier noch das Fundament der Brücke dann drüber ist, was natürlich ein bisschen Gewicht hat. Somit können wir das dann auch alles begründen. Und solange wir etwas begründen können, ist es gut. Gut, na, nicht ganz, da muss man vorsichtig sein. Solange wir hier in Minecraft ein Bauprojekt begründen können, was nicht verfassungswidrig ist, ist es gut. Ja, Steinziegelstufen. Nee. Machen wir mal hier. Gut. Bringen wir die nochmal noch runter und dann mache ich für heute erstmal Schluss. Dann muss ich mir dann überlegen, wie ich das hier alles mache. So. Und da haben wir das ja so. Warte mal, Fackeln? Haben wir noch Fackeln? Wir haben keine Fackeln mehr.
Ah, ich setze aber heute auch einen Schwachsinn manchmal hin. Das ist ja Wahnsinn. So und so. Gut, dann hätten wir das soweit fertig.